Der SSC Palmberg Schwerin feiert Saisonpremiere und sorgt für die erste Niederlage in dieser Spielzeit für den Spitzenreiter aus Potsdam. Die Gäste in Blau wieder mit Pia Kästner als Zuspielerin und mit ganz viel Leidenschaft im ersten Durchgang. Das Topduell der Volleyball-Bundesliga hält, was es verspricht. Die Potsdamerin Anastasia Tschekulajew nach tollem Ballwechsel zum 8:8. Doch der SC hat schon früh mächtig zu knabbern mit starken Schwerinerinnen, die von vielen mitgereisten Fans in Gelb unterstützt werden. Der erste Satz geht verdient mit 25:21 an Schwerin. Doch der SSC nimmt sich in Durchgang 2 eine Verschnaufpause. Schwerin liegt schnell mit 2:7 zurück. Zu ungenau, zu unkonzentriert jetzt das Spiel des Tabellendritten. Satz 2 gewinnt Potsdam, verdient mit 25:17. Jetzt entwickelt sich ein offener Schlagabtausch mit langen, sehenswerten Ballwechseln. Doch Schwerin kämpft sich zurück, führt lange in Satz 3 und zittert ihn schließlich mit 28:26 ins Ziel. Der Ball außerhalb der Antenne, das sorgt für eine tolle Ausgangssituation für Schwerin. Trotz Verletzungen und Krankheiten zuletzt beim SSC Palmberg geht den Blauen nie die Puste aus. Matchball dann in Satz 4. Jetzt geht nur der Highball, hoher Ball. Über Lindsay Roddins, die bringt den Ball unter und dann ist es soweit. Schwerin feiert einen 3:1 Erfolg beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer beim SC Potsdam. Ich bin super stolz natürlich, wie gesagt. Wir haben eine ähnliche Situation erlebt gegen Dresden. Heute konnten wir das mal für uns nutzen und die Mannschaft hat sich wirklich gut durchgearbeitet. Ich glaube, wäre es in Tiebreak gewesen, hätten wir, glaube ich, das Spiel abbrechen müssen. Schwerin gewinnt das Spitzenspiel in Potsdam und rückt damit bis auf 3 Punkte heran.